Herzlich willkommen bei WSC Place. Einen ganz wunderschönen Dienstagabend. Wir gehen wieder eine Runde in Once Human rein und ich call mal den Mr. Fatbike an. Wir wollten einfach nur mal so ein bisschen schnacken und nebenbei zocken. Also eigentlich so wie heute Vormittag, Mittag bei Visions of Mana. Visions? Ich glaube ja. Dann callen wir den mal an. Das ist auch so ein richtig ekliger Sound. Hallo. Mahlzeit, was geht? Nicht viel. Bisschen 7 Days to Die. Genau. In der Hoffnung, dass man nicht stirbt. So, irgendwas habe ich gerade vermisst. Schwanz. Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, du wolltest Once Human nicht mehr zocken, weil keine Zuschauer. Nö, das ist mir egal. Danach geht. Dann zocke ich die meisten Spiele ja nicht mehr, die ich angespielt habe. Was ist das denn Das schon war so richtig. wieder? Das ist mir Banane. Ich will einfach gerade noch nicht nachdenken. Ach so. Warte mal, ich habe hier eine Mail. Gibt's doch nicht. Wann lädt der denn die Sound Engine? Nicht dein Ernst. Gut, wir starten das Game nochmal. Try it again. So stupid. Ich habe eine halbe Mikrosekunde vergessen, des Sounddingens zu wechseln. Hab's dann noch gemacht, bevor er ins Game geht. Er hat es trotzdem nicht übernommen. Richtig. Bescheuert. Und in Game kannst du es nicht umschalten. Moin CloudHack OG. Geht. Wie es mir geht, ja. Er lebt. Okay, ja, genau. So in die Richtung. Ist ganz okay. Ah, jetzt ist alles da. So, ich brauche noch Jetzt mal ist der Leben. Holzkopf in dieses Loch hier reingefallen. Ist die dämlich, Alter. War Bah. bestimmt, ist wieder so ein Chromosom-Ding gewesen, ey. Wie geht's dir, CloudHack? Könnte also besser sein, ja, definitiv. Definitiv. Ich würde gerne tatsächlich was Sinnvolles gerade machen. Tust du doch zocken. Ja, aber es ist halt ist nichts Anspruchsvolles, nichts Krasses irgendwie. Das ist halt einfach nur so, rennst von A nach B und arbeitest Quests ab. Aber es ist halt zocken. Ja, schon. Ich habe vorhin Dingens fertig gemacht. Den KI-Assistenten, den ich mir eigentlich zulegen wollte, lokal. Weiß ich nicht. Hab mal einen anderen Ansatz probiert, hab's installiert bekommen. Aber weiß ich nicht. Okay, naja, also. Ja, da gehört noch eine ganze Menge zu. So, das sollte tatsächlich ein etwas umfangreicheres Ding werden. Claudia, was würdest du denn gerne machen, wenn man fragen darf? Ich würde gerne lieber produktiv sein. Ich würde gerne lieber irgendwie programmieren oder irgendwas planen oder keine Ahnung. Aber ich habe halt seit ein paar Tagen oder seit einer Woche habe ich Probleme, mich von mir aus zu konzentrieren auf etwas. Ich brauche äußere Reize, um den Fokus zu finden. Also diese ganze Konzentrationsgeschichte wird immer schlimmer, wenn man so möchte im Moment. Geh mal pennen hier. Ich bin entspannt. Wusa. Also ich habe vorhin das Ding installiert und alles und jetzt musst du dafür halt noch, du musst so Plugins installieren für diesen KI-Assistenten, die dem dann sagen, was er denn kann quasi. Weil ich wollte den schon ein bisschen umfangreicher machen. Ich wollte nicht nur einfach eine KI, mit der ich irgendwie so ChatGPT schnacken kann, sondern der halt auch Zugriffe auf gewisse Dinge hat, der ja, keine Ahnung, mir Sachen in den Kalender schreiben kann und
Ja, den ich Sachen im Internet suchen kann, der sich mit mir unterhält. Also nicht, dass ich jetzt Redebedarf hätte, so enorm viel, aber der halt Dinge darf, kann. Was soll das denn gerade? Weird. Aber das ist irgendwie nicht so möglich, wie ich das dachte. Also ich habe es immerhin mehr oder minder zum Laufen gekriegt, aber die Plugins, die es dafür gibt, sind so. Zumal das Ganze ja auch in einer Virtual Machine läuft, unter Linux. Und irgendwie. Ne, das ist dann kompliziert. Ich muss quasi eine Übersetzung schreiben. So, warte mal, guck es ja nochmal. Ich müsste quasi eine Übersetzung schreiben von Linux dann zu Windows. Also etwas, was bei Linux halt die ganzen Befehle, die ich ihm sage oder schreibe, quasi dann halt aufnimmt. Übersetzt zu dem, was er dann tun soll. Und das dann an Windows schickt. Und dort wird dann festgelegt, was die letztendliche Aktion ist. So, keine Ahnung. Öffne mir den Chrome-Browser und ne, auf dem Windows-Dings wäre es dann einfach der Pfad mit der EXE-Datei, die geöffnet werden soll. Aber das ist irgendwie. Wollte ich halt auch, das sollte jetzt so zum Testen sein. Ich wollte das dann auch irgendwann auf einen dedizierten Rechner halt machen, der nur dafür da ist. Da müsste ich dann im Netzwerk mit Ports und so und IP-Adresse arbeiten und bla und. Ich weiß nicht, das Ganze ist deutlich komplizierter und deutlich nerviger, als ich dachte und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das nervt. Ja, das glaube ich. Das nervt dann ein bisschen ab. Guck mal an, das haben wir noch nicht. Ups. Oh, hier müssen wir mal unser Moped reparieren. Ja, aber ich wäre tatsächlich gerne irgendwie produktiver. Das ist irgendwie nicht machbar. Das ist schade. So, ich hatte die Elgato runtergestellt. Visions of Mana war heute Morgen so laut, Okay. musste ich im OBS die Elgato leiser machen. Ey. Das ging mir richtig auf den Piss. Und ich hatte schon alles runtergestellt. Ja, manchmal ist das bei Spielen irgendwie unbalanced. Digga, are you serious? Der Moppes ist irgendwie anders wild. Ja, muss ich jetzt. Wie schnell wird die Minimap nicht? Ach so, der Gelbe hat den Blauen überlagert. Okay. Da komme ich gar nicht durch. Ach ja. Und bei dir so? Ja, alles beim Alten. Gibt nichts Besonderes. Nervige Kunden wieder gehabt, so das Übliche einfach. Ja. Also ein Standardarbeitstag. Genau so.
mich jetzt komplett verarschen oder was? Noch eine Dame, die Weinreben hängen voller holiger Früchte, die jeden Moment mutieren könnten. Wir verbrennen sie lieber, bevor es zu spät ist. Zersuche die Weinreben und verbrenne die faulen Mutationen, nein, die faulen Früchte. Wie verbrenne ich die? Gute Frage. Und wie untersuche ich die denn? Komische Geste. Und was machst du so, Claudek? Warte mal, hier stand gerade irgendwas. Infizierte Weinreben verbrennen. Niederbrennen. Ich weiß nicht, wie ich sie niederbrenne, aber ich brenne sie jetzt nieder. Jetzt habe ich irgendwie eine Zigarre oder so. Das ist so weird. Etwas fast selbst angezündet. Ja, ich könnte schwören, Alter, ich stand da mittendrin. So, ich weiß nicht, ich komme da jetzt gerade nicht so drauf klar. Aber wo muss ich denn jetzt hin, um die Quest abzugeben? Also irgendwie gibt das Game gerade so wirklich wenig Input. Aber wenigstens liefen die Aktien gut. Ich habe heute mal Meine alles nicht. verkauft. Ja, wieso? Weil ich jetzt inzwischen fast 50 Euro minus bin. Aber S&P steigt doch. Nicht laut meinem Handy. Naja, okay, kann ja kann sein, dass halt mehr sinken als in dem Fall steigt, aber. Ja, feiere ich jetzt momentan nicht so. Ja, Digga. Das wird. Aktien sind geduldig. Ja, ich nicht. Digga, das ist doch sowieso Altersvorsorge. Da kannst du sowieso nicht, jetzt nichts mit anfangen. Ich weiß. So rote Zahlen und Minus bereitet mir erstmal so nicht so gute Laune. Ich glaube, ich gucke jetzt auch lieber erstmal nicht mehr drauf. Tun, da muss ich hin. Stahlzange. So, warte mal, was muss ich jetzt machen? Dass er mir das nicht sagt. Vom verlassenen Garten. Ich denke, ich mache die alte Dame. Hä? Oder war die jetzt fertig und ist jetzt mutiert zu was anderem? Unter dem Sutherland-Weingut verbirgt sich ein komplexes Tunnelnetzwerk. Begibt sich hinab und erkunde den Keller und seine ganze. Ja, okay. L wie Lampe? Nee. A wie. Nee, auch nicht. Scheiße. Oder N? N. N wie Taschenlampe.
Das bringt bei dem Wald. Null. Ich dachte, das wird schon wieder irgendwie interessieren. Also, ich wäre jetzt immer noch bei die alte Dame. Zack. Ja gut, das ist jetzt Dialog, den müsste ich mir wohl durchlesen, aber naja. Naja. Machen wir lieber den Typen da hinten tot. Einfach so. Kugelschreiber. Dann hat sich mein Kugelschreiber in den Popo gesteckt. Ja, das ist John. Nee, aber ich habe heute Morgen habe ich alle Short-Positionen verkauft. Und habe mir dann dafür, halt, wie du gesehen hast, ja ein paar Long-Dinger geholt. Und mittlerweile ist sogar Nvidia ins Plus gedreht. Die haben den ganzen Vormittag, beziehungsweise bis nachmittags, waren die im Minus. Fand ich tatsächlich ziemlich krass. Die Palantir ist ja komplett abgegangen. Aber da habe ich auch einen 7er Hebel drauf. Also daher ist es wieder eine andere Geschichte. Nur deswegen ist das so eskaliert. Ja, hätte man dann mal wirklich was gesetzt, ne? Also ja, schon irgendwie, aber ich sehe das dann tatsächlich jetzt mehr als Erfahrung. So, dass ich bei meinen Investments tatsächlich doch schon richtig liege. So mit meinem Bauchgefühl, weißt du. Weil, was war das? Skyworks Solutions, die ich jetzt schon eine Weile drin habe, die krass im Rot sind, die sind heute auch grün. Heißt, dass es ja eigentlich in Ordnung wäre. Modine, was war das? Modine Manufacturing. Drehen auch ins Plus gerade. Also nicht die Aktie an sich, aber der Kurs halt heute. ja, also. Also ich wüsste halt immer noch gerne, also das muss ich noch mal irgendwie googeln. Wo ich mir angucken kann, wer welche Zahlen vorlegt, weil das geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Ich hätte bei Palantir die noch mehr rausholen können. Weil heute Abend zum Beispiel ist Super Micro Computer, die legen die Zahlen vor. Die sollen wohl relativ gut werden, also es wird zumindest erwartet, dass sie gut werden. Und ja, jetzt muss ich nach oben. Aber wie zum Fick kann ich da bei sein, wenn die Zahlen quasi veröffentlicht werden, weißt du? Wo muss ich da hin? Da weiß ich natürlich am wenigsten. Nein, natürlich, aber ne, so, ich weiß es halt auch nicht und ich finde es halt komisch, dass ich das nicht so easy rausfinden kann. So drei Klicks und Judas. Ist halt nicht. Alte Bücher. Wer bist du? Alter Typ. Toter Typ. Kiste. Habe vorhin ein Video über Intel gesehen. Über die Geschichte, warum die jetzt so Unbeirrt. am Abkacken sind. Das war jetzt tatsächlich nicht unbedingt was, was jetzt auf Aktien oder Börse abspielt, also absieht, sondern war mehr so ein allgemeines Ding,
was die für einen Fehler gemacht haben, dass die jetzt gerade so hinterherhinken. Das ist schon interessant gewesen. Tja, Intel halt, ne? Erklärt so eigentlich, warum sie es so abkacken. Haben sich wahrscheinlich auch sowieso zu, das ist ja sowieso schon länger bekannt, dass sie sich aber zu lange auf ihren Erfolg als bester Produzent von Prozessoren und so ausgeruht haben und dann wurden sie überholt. Ja, tatsächlich war das der Fehler, dass die, wow, dass die, die haben halt jemanden eingestellt. Ja, also die haben jemanden zum CEO gemacht, der auf Marketing spezialisiert ist. Mann, ist das scheiße hier. Weil sie tatsächlich dachten, dass das Moore'sche Gesetz sich dem Ende neigt. Kann ja nun mal kurz ausführen, falls jemand das Moore'sche Gesetz nicht kennt. Das Moore'sche Gesetz wurde von einem Typen festgelegt, der bei Intel gearbeitet hat, als kranker Ingenieur so mäßig, der gesagt hat, dass sich alle 2 Jahre die Transistoren auf einem Prozessor verdoppeln, beziehungsweise sich die Leistung eines Prozessors verdoppelt. Und den gibt es halt nicht mehr, den Typen, schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Und das war aber mehr oder minder Unternehmensphilosophie, wenn man so möchte. Ja, und dann haben die aber jemanden eingestellt, der das anders sah, beziehungsweise dem ist tatsächlich der gar keine Ahnung hatte von Ingenieurswesen, der war halt nur der war halt nur Marketing-Fuzzi, weil Intel plötzlich dachte so, nee, Alter, wir müssen versuchen, unsere Marke zu pushen. Ja, war auf Ja. jeden Fall von Erfolg gekrönt. Ja. Und die nächsten beiden Flitzpiepen, die sie danach eingestellt hatten, die haben das auch nicht besser gemacht, weil die auch keinen Plan hatten. Und jetzt haben sie vor einer Weile, also vor ein paar Jahren, jemanden eingestellt, der quasi ja, wirtschaftlich Plan hat und ingenieurstechnisch. Also der hat wirklich 30 Jahre Berufserfahrung in beidem. Und der versucht jetzt natürlich, die Hütte zu reißen, aber da muss man natürlich jetzt eine ganze Menge für investieren. Muss ja alles erstmal wieder aufgeholt werden. Und deswegen Ja, sind klar. die halt so hart am Kacken. Patch, einmal den scheiß Hasen überfahren. Sei froh, dass seine Frau nicht zuguckt. Ja, so Dann hätte manchmal es bin wieder ich Porno. das. Ja, mein Gott. Soll's. So, dass man sich hier nicht anständig in die scheiß Kurven legen kann. Was nutzt es mir, dass ich mit dem Moped 100 km/h fahre, wenn ich damit um keine scheiß Kurve in dem Game komme? Ist das dumm? Ist immer noch die verlorene Dame, weird. Sag ich doch. Ja, aber war auf jeden Fall mal interessant, das so zu war wie 13 oder 14 Minuten Video. Der hat das richtig gut auseinandergedröselt und auch das komprimiert, was es ist. Fand ich cool. Kann ich dir später mal schicken, wenn du Bock hast. Wieso kann ich ihn jetzt nicht mehr Klar, öffnen? damit ich auf jeden Fall noch mehr Lust habe, auf jeden Fall das System zu wechseln. Nein, nein. Und da geht es ja nur darum, einfach so, ja, Dinge zu wissen. Das mache ich ja jetzt nicht, um dir einen reinzuwürgen oder weil ich jetzt allen Leuten, die einen Intel-Prozessor haben, weil ich die nicht mag und blöd finde und ne.
sondern weil ich das halt tatsächlich interessant finde. Es gibt ja einen Film zum Beispiel von BlackBerry. Kannst du dich noch an die Smartphones von denen erinnern? Bloß auf, die waren so scheiße. Ja, aber sag jetzt mal, da gibt's eine richtig krasse Story hinter. Weil die waren ja zeitweise waren die wirklich sehr erfolgreich. Und es war quasi vom No-Name-Shit bis zum übelsten Hype-Produkt zum ja, Unternehmen, was bankrott ist und es nicht mehr gibt. Ja, eine Zeit lang, gerade als das mit den Smartphones angefangen hat, waren die ja wohl sehr weit vorne mit Ja, dabei. ist so. Emma, Cario, how are you? Yeah, I'm fine, thanks. And you? Lüge. Where are you from? From Germany. Wieso kann ich ihn hier nicht rennen? Was soll ich. Startenboden Hardenbach. Was soll ich. Was soll ich dir denn sagen? Oder dem denn sagen? Oder was denn Aussags. sagen? Nein, aber um nochmal bei Computer wieder anzuklinken. Ich überlege ja, also nicht in der näheren Zeit, aber wenn, ich denke jetzt schon ans nächste Umrüsten. Weil Ja. diese Mainboards mit den Kontakten auf der anderen Seite, das triggert mich schon hart, muss ich schon sagen. Ja, schon. Das sieht einfach so viel geiler aus, Alter. Hey, wieso kann ich nicht mehr rennen? Ach so, ach Scheiße. Ich muss was trinken. Sag mir Weil das du ein doch. Spast bist. Weil du fett bist. Niemand steht auf Oh. fette Weiber. Hey, ich stehe auf fette Weiber. Scheiß ich, AG. Aber geil. Ist und bleibt ein Klassiker. Jetzt kann ich auch wieder rennen. Ist wirklich so. Drawn Together allgemein ist ein Klassiker. Ja, glaube ich, ziehe mir das alles Oh. bald nochmal rein. Einfach weil ich es kann. Du kannst ja bei YouTube. Easy. Ja, ich weiß. Also ich glaube, bis auf ein oder zwei Folgen gibt's da alle. Ja. Ah, reden, reden, reden. Möchtest du dich hier niederlassen? Sieht mich gar nicht. Schalldämpfer-Mod. Ah, lol. Ich meine jetzt aber erstmal den Kram da hinten. Geronimo. Fahrzeug Moment, wo scheinbar. kommt der denn her? Entschuldigung. Alles gut. Tschüss. Bunker Zugangskarte erhalten. Lol. Schwanz. Geil. Also weiß ich nicht, ob ich die brauche, aber geil. Also ich hätte auch schon Bock auf ein Update in dem Sinne, aber was, hä, was muss ich jetzt irgendwas abgeben? Und vor allen Dingen überlege Yes. ich ja tatsächlich auf lalala, auf AMD wieder umzusteigen.
But is that nicht jetzt wegen deren Zahlen oder weil sie da halt jetzt, weil es halt diese Dinge jetzt wegen abkacken und so ist, sondern es ist einfach tatsächlich Preis-Leistungs-Verhältnis und sie sind einfach teurer als AMD. Fertig. Ja, das und haben ist, jetzt auch nicht viel mehr Leistung. Nee, eben, das ist ja auch so ein Ding, warum ich sage, dass Intel sich für mich nicht lohnt, weil es halt mehr wie so ein Statusobjekt wirkt, als ja, es ist halt irgendwie eine sinnvolle Investition, sage ich jetzt mal. Ja. Weiß ich nicht. Also ich bin mit meinem AMD-Prozessor sehr zufrieden. Die Grafikkarten, die kannst du natürlich komplett in die Tonne treten. Ja, die würde ich auch im Leben nicht kaufen. Die Ryzen kann ich nicht meckern. Oder der 7800 X3D. End. Oh, wer bist du? Haha, now you're blind. Scheiß Pulver. Noch gar nicht, ne? Nur das, was wir jetzt eingesammelt haben hier. Alter, haut mich durch die Veranda-Reling hier, Alter. Was willst du denn jetzt? Ui, die steckt heftige, aber ein. Alter. Digga, irgendwas ist doch schon wieder nicht mehr mit mir in Ordnung. Die mir irgendeinen Debuff gegeben oder so eine Scheiße. Ich kann keine Power-Attacke mehr machen. Kiri hat eine Xbox. Warum das denn? Verstehe ich auch nicht. Also er hätte uns auch einfach sagen können, dass er einen Computer haben will, der ein bisschen billiger ist. Dann wäre zwar schade für die Mühe gegeben, für die Mühe gewesen, aber. Es ist jetzt auch schon schade für die Mühe, die wir reingesteckt haben, beziehungsweise du, ich habe da nur gesessen und hab die Schnauze gehalten. Ach, jetzt kann ich wieder hier. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Scheiße war. Gut schon mit Tentakel. Mega. Weiß ich nicht, also. Ich bin ja nicht der Konsolentyp, daher kann ich nicht nachvollziehen, muss er ja wissen. Ich auch nicht. Obwohl, ich wollte Mom noch mal anhauen, ich wollte mir die N64 krallen. Ich hab das schon mal versucht anzuhauen wegen dem Super Nintendo, hat sie gesagt, nö. Naja, man muss doch überlegen, wenn du dir das Ding krallst, wechselt das Ding die Stadt. Und wenn ich mir die N64 kralle, dann kann sie sich die jederzeit wiederholen. Ich habe ja gefragt, ob ich hier, den Super Nintendo abkaufen darf. Also ich würde die schon gerne haben. Ja. Du verlangst von ihr einfach eine Rarität abzukaufen. Genau.
Bleib bei der Familie. Ja, aber so viel Geld hast du gar nicht zur Verfügung. Aktuell nicht. Siehst du, sag ich doch. Weil wenn ich sowas besitzen würde, Digga, da muss man aber schon tief ins Portemonnaie greifen, damit ich das abgebe. Aber nicht nett. Ja, das war an der Stelle auch nicht meine Absicht. Und ich will hier halt versuchen, die N64 abzuluxen. Wenn man bedenkt, dass ich mir eigentlich die Super Nintendo damals gekauft habe und Mom mir die abgekauft hat und euch die verkauft hat. Warte mal, heißt das, das ist meine? Und die von Caro? Nee. Also, wenn ich Ah, das wenn richtig wir ihr sie verstanden die habe. abgekauft haben? Ja, aber ihr habt sie ja dann, sie hat euch dann ja wieder, nee, war da andersrum. Also da müsstest du sie nochmal explizit fragen wegen dem Vorgang, weil ich bin mir sehr sicher, dass das dann alles wieder zurückgekauft wurde und Larkeks und dass das ihre ist. Keine Ahnung, ich will nur die N64. Die Super Nintendo ist mir relativ bums an der Stelle. Aber das war die, die ich mir beim Toys R Us geholt habe von meinem Ersparten. Tja, schön blöd, dass du sie verkauft hast. Ja, Digga, war für mich damals einfach nicht mehr relevant. Ich hatte meinen ersten Computer und alle Spiele, die wir hatten, die kannte ich schon und war Tja, halt, ne? da hast du wenig an die Zukunft gedacht. Ja, genau, weil ich mit 14 an die Zukunft denke, ob ich mit 36 Super Nintendo spielen will. Ja, Als ob, hättest du mal weit Digga. denken müssen. Ja, genau. Lava-Kopf, Junge, ey. Ja. Als ob. Also ich habe mir ja immer drüber Gedanken gemacht. Scheiß hast du. Ja, richtig. Du hast ja zeitweise noch weniger gedacht als ich. Ich habe zeitweise gar nicht gedacht. Ja, sag ich ja. Ich wollte halt jetzt nur nicht frech werden, so wie du. Lüge. Das war frech. Wenn wir hier noch eine Ausrüstungskiste finden, dann können wir hier das Gebiet, die Gebietserkundung fertig machen. Ja, nee, aber sie wollte sie mir nicht verkaufen. Fand ich sehr Ja, schade. mal gucken, ob ich bei der N64 mehr Glück habe. Und Ich kann ja mit ihr ein bisschen handeln. Ich habe nämlich auch etwas, was die vielleicht mal haben möchten. Geld. Rainer zum Beispiel hätte gerne einen neuen Monitor und ich habe einen zur Verfügung. Den habe ich ihm fit gemacht von der Arbeit. Mein Chef hat dann noch, der ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber er ist deutlich besser als der Scheiß, den er da hat. Einen alten BenQ-Monitor, der aber auch schon einen HDMI-Anschluss hat. Und man kann ja tauschen. Joa. Oder war ich schon drauf, oder? Da klettern wir drüber. Oh. Aber ja, wir waren ja.
Schwarz. Es fängt an zu regnen. Nicht oder im Game? Ja, im Game. Schade. Digga, ich drück Leertaste dann eher so Fuck you, einen Scheiß mach ich. Fahrzeugrüstungsmod. Nice, Schwanz. Läuft. Ja, das nehme ich so mit. Mensch, ey. War ich aber auch schon. Scheiße. Da oben. Das sieht aus, als wenn da was wäre. Ist die Treppe. Hier ist erstmal ein Dude. Hier war erstmal ein Dude. Da war auch ein Dude. Hier ist die Treppe. Hier so ein komplett behinderter Kühlschrank. Ja, Kisten sind ja eins, ne? Aber Kühlschränke, die dich halt angreifen, weil da irgendwer drin wohnt, sind wieder eine andere Sache. Crazy shit. Bitte bisschen sagen, weird und crazy. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. So, haben wir Through Bill auch fertig. Digga, die Achse ist aber übel Porno. Jeder mag Porno. Ist so. Ja, die Axt, die bumst einfach so auseinander. Also die ist echt heftig. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen in die Richtung wieder. Also machen wir den hier. Und let's go, der Hase. Das ist richtig geil. Ich habe das hier so ein bisschen... Das Game so ein bisschen ausgetrickst, was das Futter angeht, weil die Scheiße ja immer vergammelt ist, wenn du wieder joinst, ne? Ja. Wenn du aber, bevor du offline gehst, die Sachen, die roh sind, die du hast, in den Ofen zur Verarbeitung gibst, dann sind die fertig, also dann sind die sowieso relativ schnell fertig, aber wenn du sie dann halt drin lässt, offline gehst und nächstes Mal wieder online gehst, dann bist du, ja, dann sind die halt fertig gekocht und halt nicht vergammelt. Okay, ja gut. Dann so macht man das also, ne? Ja, so hast du immer. Oder da. Ah, nice. Für die Session, die du zockst, das ist schon praktisch. Yes, and this deviation is quite unique. It comes from a far away place. Rest assured, as far as I can, I suggest you. Fabulous work I have. Aye. That would be our partnership. Why not? And I am more. Hey. Aber ich wollte jetzt gar nicht Main Quest machen. Ich wollte ja die ganze Side Quest machen. Was haben wir in der Nähe?
Haus des Kriegsgottes. Oh, 15 Meter, Jagd der Vergangenheit. Ich glaube, das ist nah genug. Da muss ich jetzt. Hä, wo lotst der mich denn hin? So, dann haben wir hier 0,5, hier ist was, 487, Haus des Kriegsgottes. Kriegsgott, klingt sympathisch. Ja, finde ich auch. Ist auf jeden Fall solide. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe zwei Linien in beide Richtungen, habe ich. Jetzt hier habe ich keine zwei Linien mehr. Alter. Das Game hat noch so einige Probleme. Anscheinend muss ich hier lang. Ja, ich war schon wieder falsch. Was ist denn das? Also ich kann ja immer mal drüber jumpen, aber ist auch nicht. Hast du dir so gedacht? Habe ich tatsächlich, ja. Achso, by the way, ich hatte ja gestern gesagt, wenn AMD 2 Tage hintereinander grün macht, dann würde ich reingehen, ne? Ja. Waren grün bis heute Nachmittag. Sind jetzt 3% im Minus. Na lol. Fiel mir gerade ein. Ja, ich bin auch gespannt. Es gibt welche, die sagen, dass das tatsächlich nur eine kleine Korrektur war und dass der große Crash noch kommt. Ja, super. Wo ich dann so denke, so, bloß nicht so optimistisch, Leute. Also klar, ist eine Sache, dass Realismus auch angebracht, aber man kann halt auch immer irgendwas Schwarzes sehen, ne? That's racist. Nee. Boah, Alter, ich habe vorhin heute Mittag mit Ansgar gelabert, ne? Boah, Junge. Wir haben uns da schon wieder die Dinger zugeschachert, Alter. Clean, Puh. clean, clean, So richtig auf gottlos? clean. Auf übelst Nice gottlos. and Ich bin polished. stolz. You know, you could learn a thing or two from this thing. Bringe deine Gastfreundschaft und deinen Respekt für den Hausmeister durch deine Körpersprache zum Ausdruck. Mittelfinger hoch. Digga, ich weiß nicht mal, wie ich irgendwelche Emotes mache. Ja, gut, ey. Oh, jetzt habe ich was gegessen. Na egal, Essen ist immer gut. Meine Körpersprache, Digga, wie mache ich denn jetzt? Oh, alter Fuck. War das nicht auf X oder sowas? Nee, ja doch, hier ist irgendwie was. Zittern, entspannen, flirten, ablehnen. Ich fühle mich Depri. Sieht aber nicht so aus. Tschüss. Traurig. Verbeuge dich. Okay, komm, wir verbeugen uns. Bringt es jetzt irgendwie nicht, ne? Also ich hoffe, vielleicht musst du irgendwie ein ganz bestimmtes Emote machen oder so. Hello, hi, how are you doing? Ja. Yeah.
Ja, I'm fine. Und du? Ja, will mit englischsprachigen Leuten los? Liegt vielleicht am Game. Also wenn ich den Streamtitel sehe und da steht ein bisschen rummenscheln, ha, reingeguckt. So. Okay, komm, wir machen Liegestütze. Ja, machen wir welche, los. Ja, mach ich doch gerade. Fett. Hör ich nicht. Du lügst doch. Hier gibt's auch nichts zu hören von dir. Kriegst du überhaupt? Aua, das war sehr dumm. Weil Also pretty good. gefettfingert. Kriegst du überhaupt eine Liegestütze hin? So eine echte? Ach, als ob, Junge, ich habe gar keine Körperspannung. I'm also pretty good, thanks for asking. Nice. How was your day, dude? Nice Schwanz. Yes, it's the whole day. Relaxing. Sorry, English is not my native language. It's not easy for me. It's not the yellow from the egg. Lol, Alter, dann warte ich hier nebenan eine Waffenkiste auf mich, während ich hier einen Affen mache vor diesem komischen Suppenkasper. Nee, ich habe überhaupt gar keine Körperspannung mehr. Also überhaupt gar nicht. Are you a daily streamer? No. Not daily. X. Was soll ich denn tun, Alter? Ausdruck. How long have you been streaming? Since a few years. 10? 10 years? There is a little bit rest between streams. That's great. It's the hobby. Not more, not less. Was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Ich weiß nicht, was ich tun muss. By the way, where are you from? From Germany. And you? Klingt schon wieder wie jemand, der einem irgendwas Yes, verkaufen we will. are wash real German. Rush? Wash? Wash Ich liebe real. wash real. Ich liebe diese absolut grauenvollen Memes, Alter. Herrlich. Was muss ich? Ich verstehe nicht. Ich habe hier noch irgendwelche komischen Ausdrücke. Ich weiß nicht. Wow, das hat jetzt gerissen. It's nice, I like Germany. I don't like Germany. Germans are almonds. But I have no choice. From Australia. Okay, that's cool. Australien? I don't know much about Australia. Der Kontinent mit diesen großen, widerlichen Viechern. Ja, da wo ich quasi alles umbringen will. If you Krass. don't mind, can I ask something? I think I know. Do you ask? What do you want to ask? Oh. Yes, of course. Was muss ich machen? Ich verstehe es nicht, das regt mich gerade richtig auf. Kannst du nicht sagen, du bist in dem Spiel wahrscheinlich weiter als ich. Das kann sein, aber ich weiß nicht, was ich von mir bringe. Deine Gastfreundschaft und deinen Respekt für den Hausmeister durch deine Körpersprache zum Ausdruck. Soll ich mir in die Presse schießen oder was? Nein, das klingt irgendwie eher so, als solltest du irgendwas Nettes tun. Ja, ich. Mehr als. Was soll ich noch mehr machen als Emotes? Weiß ich nicht. Wink ihm zu. Ich denke, Emotes ist schon richtig, aber es muss irgendwas Nettes sein. Liegestütze, weiß ich nicht. Kann man das als nett betiteln? Lol, Nein. ja, es war Winken. Ja, siehst du, mein Gott, ich bin so klug. KLUK. Yes, I knew it. So, you are not the first.
And I'm sorry to say that, but I'm not interested. Was schlägt er denn wieder vor? Sollst du wieder irgendwas kaufen? Ja, na klar. Cool. Piss dich, Es ja. ist das gleiche wie jedes Mal. Ach Can you give Gott. me your Discord? No. I'm not interested on any conversation about that. Sorry to waste your time in the last 5 to 10 minutes. You too, thank you. Ja, ich werde nicht nochmal Zeit mit Le solchen Leuten verschwenden. Nö, nee, auf gar keinen Fall. Kann auch Also froh jetzt sein, habe dass ich ich. nicht streame und dass das bei mir nicht versucht hat, weil ich hätte ihn direkt weggebannt. Ja, vor allem, Ich wie kann, ich viele kann. sowas machen mittlerweile. Ja, eben. Vor allen Dingen, Also ich bin ja der entweder. Meinung, auch wenn ich gerade ich das, wenn ich das sage, das ein bisschen weird klingt, aber die Scheiße kann jeder lernen. Da brauchst du niemanden Natürlich. für. Du kannst dir dieses Wissen alles selbst aneignen. Ja, na klar. Vor allem brauchst du gar nicht mehr so viel Wissen, dadurch, dass es mittlerweile KI gibt. Richtig. Darum, merkt ihr Leute, ihr seid überflüssig. Digga, wo fahre ich denn jetzt schon wieder hin? Ich habe schon wieder zwei Linien. Vielleicht sollst du was anderes spielen. Und dann habe ich nur eine Linie. Weiß ich nicht, du kannst es auch ganz ausmachen und dir eine Line ziehen. Also ist auch wieder eine Möglichkeit. Ich bin arm. Wovon soll ich mir denn eine Leine ziehen? Weiß ich nicht. Backpulver oder Tu, was? wollte ich gerade sagen, tu so und nimm Backpulver. Backpulver habe ich da. Ich habe auch noch Ja, Vanillezucker da. siehst Also ich könnte mir vom Prinzip her einen Kuchen backen. Aber ich will nicht. Also ich ich könnte will mir auch schon, einen aber Kuchen backen. ich will jetzt halt nicht backen. Ich hätte gerne einen Kuchen, aber ich will nicht backen dafür. Ich fürchte, das lässt sich so nicht vereinen. The physical form of the deviation. I'm sure you. As I said, as long as you. Not unlike a. Ich habe in meine Wraps reingeknallt. Ich darf heute sowieso nichts mehr essen. Deine Raps? Ja, ich Oder habe nämlich heute übel gerappt, Alter. deine Raps, Alter. Übelstes Rap-Battle. Hast du übel Ja, reingezogen. Mann. Ich habe Übelst. übelst gerappt, Alter. Ich hab den richtig Mast gemacht, genau. Du Mast habe hast ich. Ja, den sprach viele Eminem aus Eckdamen. 8 Mile hast du gemacht. Auf jeden. Eminem Scheiße, war ein du. Scheiß dagegen, Junge. Oha, hat er nicht gesagt. Habe ich gesagt. Guck mal hier, eine Quest, wo es um dich geht. Herr des Nebels. Okay. Ja, weil du so dolle furzt die ganze Zeit. Ich fand den gut. Jetzt mal. Ja, letzte Zeit war auch wieder echt schlimm, aber es lag 100 Pro an der Kirschsuppe. Ja, was ist denn an der Kirschsuppe krass, so krass, dass die so bläht? Digga, ich weiß es nicht. For real, ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist das Einzige, was in Frage kommt, warum das so war. Ist schon ein bisschen weird, muss ich zugeben. Ja, ein bisschen. Es Tür nicht, Fenster war, genau. also, wenn einem die Fürze selbst dann sogar irgendwann auf den Sack gehen, dann ist schon heavy. Ich überlege, ob ich gleich mal die VR-Brille anschmeiße. Kannst du natürlich Setz auch mich machen. schön, setz mich schön. Was kann ich machen? Kannst du natürlich auch machen. Ja. Setze mich schön auf meinen Racingstuhl und mache ein bisschen Euro-Truck-Simulator. Wenn es im Leben zu nichts gebracht war, hast, dann machst du Euro Truck Simulator an. Wenn du Genau. LKW-Fahrer bist. Ja. Achso, Mal ich hin und dachte, wieder das mal wäre zu ein. fahren ist okay, aber sowas als Job würde ich niemals machen. Keine Chance. Was ist denn jetzt los hier? Okay, Leute. Ja, weiß nicht, die Welt ist auch nicht mein Job. Lol, was für ein Ja, Fettsack. Papa macht das ja quasi. Ja, ich Inzwischen. weiß. Früher hat das ja auch schon gemacht. Naja.
that thing? I've never seen a deviant with such a big head before. Damn, this fog is thick. Make sure. Damn, son. We need to try and dispel this fog somehow. Maybe we can find a way by searching the buildings around here. Das war schon ziemlich neblig hier. Wir müssen irgendwie leise sein. Was ist denn jetzt? Wo ist denn der riesige Vogel denn hier? Was ist das für ein Suppenkasper? Vogel. Sichere den Herrn des Nebels. Okay. Now that was a bit of a surprise. It's wild how the fog made it look 100 times larger than it actually was. Hopefully Lo knows what use this deviation can be. Was willst du denn jetzt? Pestichthöhle. Ja, was soll man noch so ein Köder? Chemischer Stoff. Nee, doch, chemischer Wirkstoff. Ach, das sind fliegende Insekten. Pfefferkornsamen. Regen, was? Regenschnitter. Ah ja, okay. Digga, ich kann den Regenschirm für. Der explodiert. Ich bin absolut stolz auf dich. Okay, das sind ein paar mehr als gedacht. Was trinken. So, das ist ja voll weit weg, können wir mit dem Moped fahren. Talk. Okay. Jetzt eigentlich wieder in der richtigen Welt. Wow. So aus. Oh. Sehr ähnlich. Junge, sind aber ganz schön viele.
Gleich eins ausmachen. Nee, mal das MG auspacken. Finde ich auch gut. Schön, dich zu sehen. Nee. Taxin. Alle wegrasiert. Easy peasy, lemon squeezy. Hat der jetzt eine Quest für mich oder hat er nicht so die Aufträge? Ach ja, da war ja was. Ups. Und besiege 20 menschliche Gegner. Lieben gerne. Das kriegen wir hin. Da haben wir noch nichts mit gemacht. Reinige dein Territorium einmal. Gib 5 Nachrichten von anderen Spielern ein, gefällt mir. Am Arsch. Wie sieht es so aus, als wenn wir hier... Ja, aber wenn man es so sieht... Ich krieg, das ist so dumm. Ich kriege das gleiche an XP und Belohnung und bla für gib 5 gefällt mir, als für ernte 15 Feldfrüchte aus einem Pflanzenkasten. Oder Pflanzkasten. So, what the fuck, Alter, das ist viel mehr Aufwand. Okay, müssen wir nur wieder in den Optionen anschalten, die Scheißdinger. Ich weiß nicht, was das heißt, aber nehmen wir auch mal mit. So, ja, die Sachen anmachen. Glaube ich. Oh, dieses Wohnzimmer wird schon wieder so warm, Alter. Okay. In like. Steht die einfach wieder auf. Ich glaube, es geht los bei dir, Alter. Heftig. Ja, vor allem so eine fette, ey. Da kann man ja sowieso froh sein, dass die überhaupt wieder aufstehen kann. Lul. Hey, wir sind hier in dem Knast in der modernen Zeit. Warum steht hier ein verdammter Galgen? Was haben die denn für komische Hinrichtungsmethoden hier benutzt? Du Arschnase hier. Naja, man muss schon sagen, Galgen ist ja schon irgendwie effektiv, ne? Ja, definitiv, aber ein bisschen primitiv. Ja, das schon. Ja, komm her. Level abgemacht wegen dieser Kack-Mission, Alter.
I admit, in Sunbear, I don't have any more. As for where exactly. Excellent. And in the core. It obvious. Well, we. I'm sure you have. And if my sis. Don't worry. So, abgeschließt. Dann haben wir hier Essen für Kinder. Essen für die Kinder. Also. Weiß kriegen nicht, sie nicht, besser, abgelehnt. Können wir Besseres vorstellen. Ja, Essen für mich. Du hast doch gerade erst gegessen. Gib doch mal was den Kindern. Jetzt. Nee. Die sind fett genug. Woran wird das gemessen? Wer entscheidet das? Ich. Oh. Ist aber schon irgendwie einseitig. Oh, warte mal, wir können hier nochmal ein bisschen Puder wegsammeln. Das ist halt geil, du kannst dir die ganze Scheiße einfach so nebenbei wegsammeln und wenn du dann heim bist, bevor du offline gehst, packst du es in den Ofen, zack, kommst online, hast einfach gar keine Essensprobleme. Ja gut, System gedribbelt, ne? Ja, auf jeden Fall. Bin auch so ein Stück weit stolz drauf. Ja, wir sind ja fast voll. Sein. Ich hab mein scheiß Inventar nicht leer gemacht. Das nicht so gut, diese. Ja, tatsächlich. Aber ich brauche mal wieder ein bisschen Zinn. Die Updates für die Waffen, also für die Waffen, die sind zum Teil echt teuer. Aber hey, ich habe eine übelst kranke Axt. Also, was soll's. Hat sich einer City Slut genannt. Where can I report players for cheating? Ah ja. Wir können hier die ganzen hackigen Meldungen wieder ausmachen. Hier, warte mal, Escape war richtig. Okay, ich glaube, ich muss einmal zu meinem Auto. Ach, da ist er wieder. Der feine Bus. Das ist wunderbar. Achso, wir mussten da lang. Lul. Hier hätten wir ja fertig gemacht.
Die sind böse. Na gut. Wasted. Ich dachte, die wären gut. Alter, die AI ist so dumm, Alter. Es ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Da muss ich rein. So, was ist jetzt los hier? Bett. Jetzt muss ich auch hoch. Das Waschbecken. Ja, es ist ja dann mal so rumgedaddelt hier, ne? Da hinten muss ich. Oh, Pimmelarsch. Kommst du um die Ecke, steht hier auf einmal so ein gefühlt 72 Tonnen schwerer Bär vor der Nase. Das ist schon belastend. I poop my pants. Alter, was ist denn hier los? Wo kommen die denn alle her, Junge? So oft muss ich meine MG ja noch nie benutzen. Ja, ich würde es mal ein bisschen fordern. Ja, ich meine, es findet es gut, also ich schwere mich da jetzt auch nicht so unbedingt, aber meine Fresse, die sind hier richtig on point. Ja, wieso muss ich ihn jetzt so weit weg? Verarschen? Weiß der Geier. Oder weiß er nicht? Nee, ich bin bloß auf, Alter. So einen Schund brauche ich hier nicht. Brauchst du nicht? Oh. Nee.
90%. Oh, das wollte ich nicht. Wenn wir ein paar Schwefel brauchen. Kann nicht schaden. Naja, wiegt halt alles, ne? Ist wohl so richtig. Wobei das eine Mal bin ich mit 140% rumgelaufen, also es geht noch dann irgendwie. Aber von Laufen kann man halt nicht mehr reden. Ja, langsames Laufen oder schnelles Gehen kann man das dann nennen. Genau. Wobei ich ja mittlerweile einen Buff drin habe, dass Kies und Holz also nur die Hälfte des Gewichts haben oder so ähnlich. Okay. Das ist schon ordentlich was. Kürbis. Fresh. Kürbis. Ah, ich freue mich schon, wenn wieder Herbst kommt. Ich freue mich schon auf Kürbis. Ja, kann man sich mal wieder so eine schöne Kürbissuppe reinorgeln. Ja. Oder so, hier, gefüllten Kürbis. Nee. I love it. Schön so gefüllt mit Pilzen und Möhrchen und so Herbstgemüse halt. Voll geil. Ich esse Kürbis eigentlich nur in Form von Kürbissuppe. Da habe ich auch echt wieder Lust drauf. Fand ich so schnell und so einfach gemacht. Jo. Ich würde es ja fast Fingerfood nennen, aber geht schlecht. Nee, Finger. Aber ich könnte sagen, wie KFC, it's finger licking good. Finger licking good, ja. Da muss ich dann aber auch ganz schnell los erstmal, ne? Ich klaue den ihre Scheiße von den Feldern hier. Ja. Traum kann ich mir nicht snacken. Komisch. Hätte ich diesen Ort hier früher gefunden, hätte ich dem Spiel weniger bescheißen müssen, Alter. Ich kriege hier so viele Erfahrungspunkte, das ist ja schon unmenschlich. Ja, durchgespielt, ne? Ja, durchgecheatet. Verborgene Aromen, ja, das klingt auch wie eine Quest, die mich zu dir führt. Ja, nur, dass sie nicht verborgen sind, sondern ich trage sie zur Öffentlichkeit. Ja, schon, aber erstmal sind sie verborgen. Solange bis sie ausgeschissen werden. Ja. Das war falsch.
Another once thriving town reduced to ruins by Starfall. Sad to think how many of them there are. I hope we can recover what Claire's looking for. If only we provide some kind of legacy for this place. To me and your brother. Was ist jetzt schon alles an Dialog? Bitte. These must be the recipes Claire was looking for. Looks like a pretty solid collection of them too. These should be more than enough for her. Let's head back to Myers Market and give them to Claire. Wirklich diese Quests mit, ja, geh dahin und dann holst du das und dann bringst du mir das. Und da und immer wieder, die ganze Zeit. Ist das nicht das, was du bei Fallout 76 so gehasst hast? Ja. Naja, bei Fallout 76 war es halt, weil die Wege einfach unendlich beschissen gestreckt wurden. Na gut, du hast nicht die Möglichkeit, halt irgendwie Moped zu benutzen oder keine Ahnung was. Sondern halt nur diese scheiß Teleport-Funktion. Ja, also ne. Fahrzeuge können aktuell nicht platziert werden, wollte ich mich jetzt verarschen. Immer. Ja, das war halt das Thema. Ist ja auch weird, Alter. So voll kann man doch gar nicht sein. Die Schienen schweben in der Luft. Okay. Sag mir, dass du keinen Bock hast, ohne mir zu sagen, dass du keinen Bock hast, Alter. Fahrzeuge können im aktuellen Zustand nicht platziert werden. Was für ein Zustand, Junge. Nur eine Axt in der Hand, steck sie weg. Claire hat ja plötzlich eine Stimme. Oder hat sie immer eine Stimme? Hat es eigentlich schon immer, ja. Ich weiß es nicht mehr. So. Wen haben wir da denn jetzt noch? Ich habe so das Gefühl, das wird überhaupt nicht weniger. 0,6 Kilometer. Ich hab gedacht, ich komme hinten irgendwie raus.
Was ist er denn jetzt? Ein Schwanz. Der hat ein Dings über seinem Kopf. Ein Pfeil. Das ist auch so weird, dass die Waffenkisten wieder befüllt werden. Ja, das ist es. Nur diese Special-Kisten nicht. Die du einmal in jedem Abschnitt hast. Okay, wir müssen noch drum herum laufen. Hat er mich hier echt angeschleimt? Ne, der war das. Übelst der Schleimer. Aber ich habe vorhin, also beziehungsweise heute Mittag, Visions of Mana gespielt. Das ist der neueste Teil von der, ja, von der Mana-Reihe, also Secret of Mana. Okay. Also, ich muss mich tatsächlich daran gewöhnen, solche Spiele wieder zu spielen, weil ich fand es echt nicht schlecht, ne? Auch wenn es absolut weird war. So von. Also es ist halt nur eine Demo, so wie du dann da ins Game geschmissen wirst. War absolut komisch. Du hast dann halt so, du hast vier Leute plus dieses komische Drachenviech, was du im ersten Teil gerettet hast. Und ja. Ja, wir schreiben dir alles auf, was du wie zu tun hast und dann mach mal. So von wegen. Können wir das merken? Ja, ist ein bisschen. Also von der Tutorial-Erklärung halt, ne? Ist halt echt ein bisschen dünn. Aber an sich, ich habe dann dazu überlegt, ob man nicht alle Teile tatsächlich einmal durchspielt. Also auch das Remake von Secret of Mana. Im PC. Ja, mach doch. Das ist Secret of Mana, dann Trials of Mana, dann noch irgendwas anderes auf Mana und dann halt Visions of Mana. Aber die ist halt mal Vollpreistitel, ne? Achso. Ja, das ist von Square Enix. Die wollen Otter sehen. Also klar, sind schon günstiger, so ist es nicht, aber es ist dann trotzdem irgendwie so 30 Euro oder was pro Game. Ja, so summiert ist das dann doch schon mal eine Menge. Ja, eben, bei vier Games. Vor allem das Neueste kommt jetzt erst raus. Also Visions of Mana. Aber ich habe mir das mal angeguckt, ich hätte irgendwie Bock, das einmal so hintereinander wegzurotzen. Ist ja halt gut, aber ist halt viel Kohle, ne? Ja, eben. Umdrehen. Und bams in den Arsch. Mal gucken, was das Auto gegen einen Bär sagt. Auto gegen Bär. Buff. Dieser Bär, nee. Junge. Einfach also weggebumst, ey. Oh, scheiße, der lebt noch. Ah, gib Gas. Ja, wow. Wer lacht jetzt? Der Bär. Oder die Frau, mit der er im Wald ist. Meine Shotgun. Ja, die lacht. Klingt solide. Sorry, da war zu schönes Leder. Hey there. Exactly. What's the- Da findet es noch ein Bär, Junge. That's right. Shish Kebab. And every night point is, I have some gifts. Besides, sir, in case you don't. Jo, auch wieder abgeschließt.
Next one. Ich jetzt mal ohne Witz, das wird nicht weniger. Quest. Hängen geblieben. Ja, wirklich. Nee, das Moped ist für Offroad nicht so wirklich ausgelegt. Also, wenn Offroad Bouldern bedeutet. Mm. Okay, schwimmen kann das Moped auch nicht. Wobei, es ist auf der anderen Seite angekommen, nur ich nicht. Scheißladen. Okay. Ich weiß auch nicht. Jo. Warum sind hier. Ich sind irgendwie. Ist jetzt irgendwie der dritte Bär, Alter. Was ist denn hier los? Ja. Irgendwann weiß ich genau, werde ich dieses Leder brauchen. Darum fick ich den auseinander. Klingt noch ein Plan. Wie oft das jetzt schon war, so, du brauchst 10 Leder, wie viel habe ich? 8. Ja, na klar. Das habe ich jetzt irgendwie schon dreimal hintereinander. Das habe ich irgendwie jetzt schon dreimal hintereinander gehabt und jetzt ist Schnauze voll. mit dem Leder jetzt von dem Bären habe ich jetzt 128 Leder, das sollte doch erstmal reichen. Ja, was denn jetzt? Mal bei Punkte zu machen. Mach mal. Ich krieg wieder Insekten in meine Fresse. Du musst dir auch so ein Fliegengitter holen. Wie bei Punkte oder was? Ja. Kein Bock. Digga, glaub mir, das ist Gold wert. Das ist Gold wert. Komplette Krämpfe, Junge. Ja, kein Bock auf so eine Pisse. Digga, ich sag dir, die Montage ist nicht schwer und das ist einfach bares Gold wert. Ich sag, wie es ist. Ja, muss ich ja trotzdem mich da hinstellen, mich damit auseinandersetzen. Ja, Digga, das ist ein scheiß Klettstreifen, den du da drum rumklebst und dann haust du das Ding da dran. Ich weiß, todesnervig. Ja, du bist eine Heususe. Ich hab Menschen schon für weniger getötet. Ja, und? Dann macht jetzt bei den paar Menschen auch nichts mehr aus. Also, let's go. Nee, kein Bock mehr einfach. Wenn es dunkel wird, die Tür zu und Julius. Also das Erste, was jetzt tatsächlich reingeflogen ist, das letzte Mal war so eine kleine Motte, die habe ich aber dann so bei Zeiten weggehauen, sage ich jetzt mal. Sonst bin ich hier im vierten Stock tatsächlich relativ. Wollte ich gerade sagen. Da oben, wo du wohnst, da hast du ja noch relativ Glück. Ich halt nicht. Ich bin im ersten Stock und hab einen Urwald vor dem Balkon. Also. Ja. Also wenn es danach geht, habe ich wirklich echt Glück gehabt. Ja. Ist ja schön, dass die alle in der Reihe stehen hier. In Reihe und Glied. Was für ein Glied? Orangenglied. Turn up. Saft ab. Kontaminiertes Wasser betreten. Hammer, ich häng fest. Jetzt wieder mal gerissen. Nee, ich hab's noch geriesen. Geriesen? Geriesen.
Kann man ganz schnell hier stehen und muss man ganz kurz für kleine Mädchen. Mir zu viel getrunken. Ja, viel Spaß. Ja. So, genau. Und er lebt noch. Er lebt noch. Gibt nicht. Ja, die Raumsteinversion gefällt mir da mehr. Digga, what the fuck schwimmt denn da? Ein Alligator. Alligator. Willst du mit mir Drogen nehmen? Drogen sind, ne? Drogen sind schlimm, okay. Was hast du jetzt gesagt? Okay. Oh, ist das nervig. Jetzt kriege ich mich da nicht reingeschwommen. Du schwimm doch nicht mal wieder in dieselbe Ecke, du Horst. Eine Waffenkiste nur, okay. Das ist eine normale Chest. Wie soll man denn da hoch? Oh, so kommt man da hoch. Das ist ein Pimmelberger. Da ist, keine Ahnung, Alter, Motor, Speedboot, Krokodil. Besiege Elite-Gegner, besiege normale Gegner. Die normalen Gegner sind ja kein Thema. Hier war ich halt auch noch nicht. Oh. Fett. Schlitz. Er ist fett. Oh. Alligator. Krass. Das hört er bestimmt nicht gerne. Oh. Ich höre auch so einiges nicht gerne. Was soll's? War das so die subtile Aussage für heul leise? Ja. Ich habe Waschmittel gefunden. Oh, wie weit habe ich jetzt? Nice. Bin jetzt bei 120% und kann nicht mehr rennen. Das ist super. Jetzt heißt, jetzt wird's nervig. Ja, was glaubst du? Der findet das viel nerviger als du. Ach, schließlich kann er wegen dir nicht mehr laufen. Ja, so wie der vorher gelaufen ist, weiß ich nicht, ob man das vorher laufen nennen konnte. Boah, das ist ziemlich unhöflich. Ja. Das ist stolzer gewesen. Kleiner Rausch, du hast Lust zu raufen. Ah ja. Fühl ich. Klingt irgendwie nicht richtig.
Ich habe schon seit Ewigkeiten Lust, mal wieder zu raufen, beziehungsweise eigentlich eher jemanden eins aufs Maul zu hauen. Warum habe ich diesen Drang dazu? Ich habe keine Ahnung, Bro. Das wäre mal wieder lustig. Also ich finde es gut, wenn sowas passiert, aber ich habe jetzt keine... Wow, picken! Oh nein, und ich kann nicht rennen. Aber ich habe keine Lust daran, beteiligt zu sein. Nö, ach. Muss man ja auch nicht, zwangsläufig. Huren. Schade, dass das nicht Minecraft ist, sonst würde ich jetzt die Nacht überspringen, aber da muss ich halt warten. Hey, was ist denn das für Müll? Ich bin eingefroren. Jetzt lebe ich wieder. Ja, leider ist nicht alles Minecraft. Digga, was ist denn der? Der hat ja einfach durchgespielt, das Game. Er geht einfach durch alles durch. Kann man so machen oder auch lassen. Je nachdem. Da ist ja gerade einiges falsch. Ist auch müder als sonst. Gerade mal 10. Was ist mal los? Ja, der Tag war nicht besonders spannend und meistens zehrt Langeweile mehr an einem, als wenn man Action bei der Arbeit hatte. Mann, ich wollte auf die Reling, du Pimmel. Nein! Hör doch jetzt mal auf, du Spinner! Und wir gehen einfach hier rüber. Das sieht aus, als wenn man oben war. Wir gehen mal hier rein. Schwimmen wir hier rein oder keine Ahnung. Ich sag dir ganz ehrlich, ich krieg im Moment echt nicht viel mit vom Tag. So Zeitdingens, okay. Wie heißt das? Zeitgefühl? Genau, komplett gar nicht. Das ist richtig weird. Oh, wer bist denn du? Dort. Ich bin etwas durstig. Aber nur etwas. Ich bin eine Lady. Ha! Gay. Ich wünschte, ich wäre nach einem Maiskolben auch so satt, Alter. Tja. Wunschdenken. Ja, schon.
Oh ja, Vogeleier. Geil. Vogel, Eier, wir brauchen Eier. Ja. Oh ne, war das das Haus, wo ich jetzt schon drin war gerade? Bin ich jetzt doch mal in die falsche Richtung? Zeit. Was ist los hier? Finanzamt, kooperieren Sie und es wird Ihnen nichts geschehen. Lüge. Ja, schon. Ja, beim Finanzamt ist das doch eher so, kooperieren Sie und danach ficken wir Sie erstmal so richtig auseinander. Ja, ich weiß nicht, ich müsste ihn ja noch mal fragen, aber ja, ich glaube schon. Safe. Muss man mal Ansgar fragen, ob der Finanzamt Witze machen darf. Wahrscheinlich lacht sie nicht, weil, nee, aber nicht, weil sie keinen Humor hat und weil sie es nicht lustig findet, sondern weil es wahr ist. Ich glaube, die weiß noch viel schlimmere Sachen, als wir wissen, Alter. Tja, wahrscheinlich. Lol, ich habe die Ausrüstungskiste schon gefunden. Ja, okay. Okay, dann brauche ich jetzt aber trotzdem noch die mysteriöse Kiste und das, den Daddy, das Elite-Gegner. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, weiß ich nicht. Hallo, Echo. Puh. Mal wieder aufs Dach gestiegen. Ich sehe halt jetzt nicht irgendwie einen großen Dude, der hier irgendwie rumläuft und irgendwie groß ist. Und bedrohlich. Kein großer Dude, der rumläuft und groß ist. Naja, normalerweise hast du ja irgendwie einen dicken großen Dude, der hier rumrennt. Ja, dann musst du halt suchen. Das Gebiet ist ja meistens ein bisschen größer, als man denkt. Oh Mann. Es wird gerade richtig schlimm bei dir. Ja. Vormittags war wieder echt voll tote Hose im Laden. Nachmittags war da wieder schon ein bisschen mehr, aber jetzt auch nichts Wettbewegendes. Ja, das ist halt schon cooler, wenn du was zu tun hast, so, aber machst du dich halt wenigstens nicht tot mit. Dann geht die Zeit halt auch vorbei, ne? Ja. Schon wieder ein Alligator. Nehmen wir mal das Fleisch mit. Damit unser... Dass das System wenigstens weiterhin funktioniert. Faszinierend. Ja, schon. Jetzt bin ich aber raus aus dem Gebiet. Also man muss da wirklich im Wasser bleiben.
Wo ist das Huhn? Digga, ich schieße ihm den Arm ab und er kämpft einfach mit dem zweiten Arm weiter. Dieser Typ, ey. Der ist krass, ja. Hallo, ich hänge fest. Oh, ja gut, dann gehen wir erstmal hoch und machen, was wir machen sollen eigentlich. Der soll mir nicht mit seinem kontaminierten Wasser auf die Nüsse gehen. Vielleicht magst du dein Wasser so. Kontaminiert. Ja. Oh ja, so ist das ja hier. Ich liebe diese Kontamination in meiner Arschritze. Oh ja. Oh ja. Vor allem du hast halt erst Probleme mit dem kontaminierten Wasser, wenn du wirklich drin schwimmst. Ja, das ist irgendwie komisch. Du kannst da ja bis zum Hals drin stehen, ist völlig in Ordnung, aber sobald du schwimmst, ist für den Arsch. Der geht ja auch gar nicht auf. Oh, ich hole jetzt eine Kohle rein. Digga, hier schwebt Name in der Luft. Mach mal. Also falls du eine helfende Hand brauchst, ich habe hier eine. Oh ne, sorry. Die spawnt. Oh ne. Wir müssen hier. Wie nix. Also weiß ich nicht, ich sehe hier keinen Boss, keinen Gegner, keinen Elite-Gegner. Hat er das Ding jetzt aufgemacht? Wieso warten die immer so entspannt auf der Treppe? Ich verstehe das nicht. Oh, fuck. Dass da irgendwas stand. Ja, diese, keine Ahnung, Gastankspinnen, Alter, die sind aber eklig. Da will ich am liebsten richtig Abstand von haben. Spinnen sind immer eklig. Ja, nur, dass die als Körper einen Gastank haben. Weird. Ja, ein bisschen. Und gefährlich. Ja. Ja,
Okay, dann müssen wir da hinten nochmal hin. Mit Brühe, Alter. Ja, der letzte Rest so. Ja, hat man gehört, hat gegluckert. Hm. Wie habe ich denn jetzt Pilze bekommen? Also, viel eher die Frage, wie kann man dabei keinen Pilz kriegen? Das war irgendwie weird. Aber ich glaube, ich habe einen Perk, dass wenn Essen vergammelt, dass das dann in Pilze verwandelt wird. Okay. Wird immer langsamer. So, die Bombe hat er auch gesetzt. Wunderschön. Gedrückt. Ich weiß nicht, ich suche immer noch Elite-Gegner. Hat irgendwas mit dem Schiff zu tun? Nee. Aber nee. Oder nicht? Nee. Wir können ja an Bord gehen. Schiffchen war. Oh, hier ist aber die Dingskiste. Die mysteriöse Kiste. Ja, Super super. Schraubschlüsselfragment. Geil. Hier sind keine Gegner, Alter. Das ist schon irgendwie creepy. Noch eine Rüstung. Du wirst von deinem schweren Rucksack beinahe erdrückt. Ja, passt schon. Wir sind jetzt bei. Ne, warte mal, da muss ich gucken. 140. Das wäre krass, dass wenn der Rucksack zu voll ist, man vielleicht noch nicht mehr schwimmen könnte oder sowas. Naja, das wird dann ja auch ein bisschen schwer, das Ding irgendwann, ne? Ja, also es wär irgendwie logisch so, auch wenn es wahrscheinlich schwierig, wenn es irgendwie schwierig werden würde an manchen Stellen, weiß man ja nicht. Aber wäre auf jeden Fall interessant.
So, jetzt bin ich hier wieder außen, dann kommt man da auf der anderen Seite, wo die Treppe ist. Ja, na klar. Bei Dings ist ja auch so, dass du dann gar nichts mehr kannst eigentlich. Bei Serum. Da bist du ja komplett angeschmiert. Kannst du nicht mehr springen oder irgendwas. Das ist ein bisschen belastend. Das war das Elite-Monster? Ein Regenschirm? Naja, nee, da hing so eine unsichtbare Troller dran. Aber die war nun wirklich keine Herausforderung. Die habe ich schon öfter platt gemacht. Die als Elite-Monster irgendwo hinzustellen? Weiß ich nicht. War ein bisschen sehr low. Hey, was willst du denn jetzt? Okay, dann machen wir das da jetzt noch und dann porten wir uns nach Hause. Weil wegen ist so. Bett und so. Aus Gründen. Da finde ich den gerade da schon interessanter. Na komm. Ich mach nur 6 EP. Letztes Mal, als ich gezockt hatte, da war ich in einem Gebiet für keine Ahnung, was für ein Level. Auf jeden Fall war es da eine richtige Herausforderung. Da habe ich auch tatsächlich mal mehr hier Medikits verbraucht, als ich bekommen habe. Oha. Ja. Autsch. Das war wild. Yeah, Baby, noch mehr Scheiß einsammeln. Oh, was muss ich jetzt hier machen? Pimmel. Ich muss oben drauf kommen. Nee. Nee. Wie soll ich denn jetzt hochklettern? Habe ich da gerade irgendwie das verpasst auf der Seite? Oder ich muss von der Klippe da angrenzend. Na gut. Ja, hier kannst du ja trotzdem noch schwimmen, du kannst fliegen, du kannst springen so. Nur das ist jetzt nicht so krass eingeschränkt. Abgesehen von der Tatsache, dass er manchmal einfach Leertaste nicht nimmt. Ja, fantastisch. Schon wieder. Also muss ich quasi dreimal drücken. Wow, das war so spektakulär. Kehre zurück zu Maxi. Nee, wir kehren jetzt nach Hause zurück, weil wir fett geworden sind. Läuft bei uns. Ja, total. Erstmal reparieren wir das Moped, bevor ich das wieder vergesse. Ja. Aber nur nicht, dass du es vergisst. Das wäre skandalös. In der Tat.
Es ist nämlich eine Tat, die ein Inter tat. Heftig. Übelst krasser Dude. Wasserflaschen rausfiltern und den Rest verwerten. So dumm, Alter, du kriegst von einem Getränkeautomat kriegst du eine Quest. Du sollst 100 Wasserflaschen sammeln. Du kriegst das von einem Wasserautomaten. Ne, ja, von einem Getränkeautomaten, ja. Okay, ja. Ja, habe ich auch gedacht. Gar nicht weird oder so. Nö. Zeug. Erdbohrer. Ah, Kurva. So. Und jetzt nehmen wir wieder alle Items aus allen Kisten raus und packen dann alles wieder in die Kisten rein. Das ist so cool. Endlich nochmal hier unseren Dude abfragen. Oder unsere Dudes allgemein. Alles abholen. Alles abholen. Und auch schon mal ab. Der kann nix. Ja, komm, ein bisschen Flug hat noch nie geschadet. Ich habe jetzt gerade mal 37 Flaschen, ne? Wie viele brauchst du? 100. Klingt spaßig. Tolle Quest. Du musst auch jedes Mal dran denken, wo du den, wenn du den Rotz zerlegst, dass du auf gar keinen Fall die die Flaschen zerlegst, dass du die immer explodierst. Ach so, weil er sie eigentlich als Schrott wertet. Ja, ja. Fantastisch. Ja, eher so semi, aber ja. Für die LMG machen wir mal 1200. So, warte mal, und wir haben noch Rohstoffe. Können wir ein bisschen Kohle herstellen und ein bisschen Kupferbarren. Und na, dann hört es eigentlich auch schon auf. Wir holen nochmal Holz, während der hier am Machen ist. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen harzen.
Ich bin irgendwie K.O. Aber untypisch. Digga, du trinkst das Zeug aber auch extra so, ne? Das ist eigentlich mehr so ein Nebeneffekt, aber ein sehr gewünschter. Weiß ich nicht. Schade, dass du momentan anscheinend keine Zuschauer hast außer mich. Sonst wäre es schön, wenn jemand Beifall klatschen würde. Ja, aber es ist so schön, wenn das vielleicht in 18 Jahren jemand auf YouTube sieht. Dann kann er diesen wunderbaren Geräuschen lauschen. Oh ja, ich hoffe es. Hey, Vorschlaghammer, wo ist er denn? Da ist er, Stahlvorschlaghammer. Vorschlaghammer ist immer gut. Oh ja. Da war der jetzt gerade aufgehört. Boah, da ist die Frage, habe ich Stahlvorschlaghammer-Teile? I don't think so. Das wäre jetzt traurig irgendwie. Warum ich so komische Statuseffekte habe. Bist du irgendwie kaputt oder so? Doch, da sind noch welche. Meine Fresse. Einmal die Öfen morgen. Ja. Ich kann nicht mehr machen. Warteschlange ist voll. Wow. Level 33. Pet. Oh ne, voll auf reparieren. Ist auch so dumm, dass du gefundene Waffen nicht reparieren kannst, Alter. Jetzt ist so hirntot. Ja, das ist tatsächlich ein sehr nerviger Aspekt. Ich brauche Stahlbarren. Wir hörten das Wetter morgen. Wird das morgen auch wieder so scheiße? Das wird schwarz. 2 Grad besser als heute, aber das ist auch eher so scheißegal eigentlich. Dafür soll es... Oh, es wird morgen tatsächlich gewittern, sehe ich gerade. Ach, guck mal, die Handschuhe sind kaputt. Na, das ist ja toll. Das ist ja toll. Gefunden, ne? Ist klar. Barbecue-Handschuhe. Super. Gehört mit zur Schlüsselrüstung. Ja, bringt halt nun leider nichts. Wollen wir wetten, dass es morgen nicht gewittert? Wird es auch nicht. Wird es auch nicht. Die sagen das ist sowas nämlich jedes Mal. Morgen Gewitter, ja. Bla bla bla. Und dann passiert gar nichts. Fatzen. Ja. Keine Ahnung von ihrem Job. Ich glaube, die machen da nicht mal mehr großartig irgendwas. Das ist einfach nur noch computergenerierter Shit. Ja. Was will der denn jetzt von mir? Wähle eine Waffe und öffne den Anpassungsbildschirm, um Waffenzubehör auszurüsten. Hä? Ich will doch überhaupt nichts. Ich will doch einfach nur... Ich glaube, das Tutorial, Alter. Okay, also das hin. Das können wir dann auch ablegen. Wenn ich jetzt wüsste, wie das geht. Ablegen. Mit U. Natürlich mit U.
Wenn man an Ablegen denkt, dann denkt man doch direkt immer an U. Ja, klar, auf jeden Fall. Scheiße. Die Tische getauscht, jetzt stehe ich immer am falschen. Ja, war schlau. Ja, war irgendwie ein Versehen. Knochen und Wasser, daraus mache ich Kleber. Aha! Was ist das denn jetzt? Metallische Faser. Du willst jetzt verarschen oder was? Dann mach ich mir halt hier 3 Handschuhe. Wenn ihr das halt so wollt. Mal hier noch mal ein bisschen tunen hier. F. Nochmal F. Nochmal F. Nochmal F. Perfekt. So, und reparieren. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Und doch, die sind komplett kaputt. Ach so, das ist für die Rüstung. Ah ja. Ah ja. Ja, das hatte ich im Kopf, aber ich habe es mir gepflegt verkniffen. Ist schon schade, muss ich zugeben. Dezent. Oh, ich bin gerade irgendwie gar nicht in Stimmung für Hoya. Für wer? Für wen? Für Hoya. Hallo. Level 34. Kurz. Ja. Zack. Zack. Zeige die Zack. Zack, Zack, zeige die Zack. Zack, Zack, Zack. Wir gehen auf O. Also ich kann mir was bei der Wiege machen. Tatsächlich, wir haben einen neuen Slot. Wie weit haben wir hier jetzt noch? Explosion in erster Runde. Nach dem Nachladen sofortiger Schaden, Stromstoß und instabiler Bomber. 25% für 4 Sekunden. Was heißt denn das jetzt? Das Töten eines Gegners mit Dauerschaden, zum Beispiel Brennen oder Frostvortex, erhöht den Dauerschaden 10 Sekunden lang um 20% bis zu 3-mal Stapelbar. Schwachstellentreffer. Mit Geschosseffekten, Abprallen und Splitter. Verstehe ich nicht. Finde ich jetzt nicht so krass. Nehmen wir das damit. Wir nehmen das mit. Taktische Kombo. 4 Sekunden lang Waffenschaden plus 25% nach Waffenwechsel oder Nachladen. Oh Gott, Alter. Ich bin auch schon eine Weile nicht mehr drin. Hm.
Edelmetallverarbeitung, neue Formel freigeschaltet, Legierungsveredelung, kann Gold oder und Silbererz im elektrischen Schmelzofen einsetzen, um Gold- und Silberbarren zu erhalten. Die Barren können im Laden für große Mengen Energieverbindung verkauft werden. Neue Formel freigeschaltet, mobiles Aufwindgerät brauchen wir nicht. Anlagenbonus, Sonnenkollektor plus 10%, plus 10 Watt Erzeugungsleistung von Sonnenkollektoren. Schrotflintenturm, Feuersalbe. Okay, das ist auch wieder ein Dingens. Schrotflintentürme verursachen 30%, plus 30% Schaden und ihr Stromverbrauch sinkt um 30%. Ich denke, ich nehme tatsächlich. Das sehen Sie nach dieser Werbung. Was? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme das mit dem Schmelzen. Glaube, da profitiert man dauerhaft von. So, jetzt haben wir noch offen mal das Schiff drin. Oh, dieser dämliche Kackvogel, verpiss dich, du Hurensohn. Schmutz, dass deine Mutter dich ausgeschissen hatte. Heftig. Holzfällerplattform produziert Holz, das auf der Art der umliegenden Bäume basiert, arbeitet mit dem Holzfäller-Biber zusammen und um automatisch zu sammeln. Ich glaube, das ist fresh. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Okay. Was haben wir jetzt noch an Mission gedönt? Ach, warte, den haben wir ja immer noch. Okay. Alles hier? Haben wir hier irgendwas gemacht? Nö. Okay. Zack, zack, zack. Dann können wir hier schon wieder was in Auftrag geben. Stahlbarren nämlich. Zum Bleistift. Zwei, vier, fünf. Okay, mehr können wir jetzt eh gerade wieder nicht reinmachen. Okay, ach so, wir müssen nochmal uns eine Axt machen, weil die gleich kaputt ist. Das ist der falsche Tisch. Warum sagt mir das denn keiner? Das ist der falsche Tisch. Zu spät. Das ist so spät als nie. Können wir eine Stahlspitzhacke machen? Aber ich brauche 10 Stahlbarren brauche ich dafür. Tja, mach doch. Ja, es ist in Arbeit, wenn man so will. Also es ist tatsächlich gerade dabei, aber dauert halt alles, bis das weggeschmolzen ist. Aber halt ein paar Sachen in der Pipeline. Aber ich will jetzt nicht so lange warten, ich mache mir eine normale. Nehme die mit und beim nächsten Mal haben wir dann halt wenigstens was. Dann, ach warte mal, wir legen uns mal ins Bett, dann geht der Sternstaub weg. Der Sternstaub. Sternstaubvergiftung.
Stelle ein Geflüster an der Nachschubwerkbank. Ja, was soll es ein Geflüster? Geflüster ist das, was die ganzen Kaspers da hinterlassen. Ach, stimmt. Oh Gott. Voll überflüssig, ja. Ist so. Naja, stellen wir das dann nochmal her, gibt der XP dafür. Das ist wohl richtig. Ja, ich glaube, wir hören auch gleich auf. Wird langsam auch müde. Eigentlich hätte ich ja noch Bock auf ein bisschen VR spielen, aber irgendwie kann mich dazu gerade nicht durchringen. Ne? Naja, aber musst du nicht jede Nacht, jeden Abend so mega lange wach bleiben. Nö, das ist richtig. So, wie stellen wir jetzt hier ein Geflüster her? Da ist ein Geflüster. Das kostet mich 5 Holz, das ist schon zu viel. Muss ich es nur herstellen oder muss ich es auch platzieren? Das ist die nächste Frage. Ja, okay, verwende Geflüster, um eine Nachricht zu flüstern. Ich habe noch nie so oft das Wort flüstern gesagt. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht für eine Quest. Meine Nachricht war wichtige Info, Tim stinkt. Die Nachricht habe ich platziert vor seinem Haus. Okay. Weiß er davon? Ich weiß nicht, ob er es. Ja, gar nichts. Einfach lustig. Ich weiß nicht, ob er es jemals gesehen hat. Ich meine, ob er das weiß, okay? Ja, dann. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Also, wenn ja, dann hat er es nie erwähnt. Nun. Okay. Ich soll ja irgendwie mein Zuhause reinigen. Also bitte platziere die Gegenstände zum Reinigen. Reinigungs-, Verteidigungsdauer. Ich weiß nicht, was soll ich. Ich verstehe das nicht. Ich habe anscheinend nichts. Dann nicht, weiß ich nicht. Ist mir zu doof. Aber wir machen hier einen Cut. Ich bin müde. War auf jeden Fall eine nette Session. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Lasst doch einfach ein Follow da, verpasst ihr keinen Stream mehr. Und schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, erstplays.de. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Schlaft gut. Schlaft gut in den neuen Tag und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.